Ah, okay. Ja. Fortfahren, nicht verlassen das Meeting. Genau. Ja, der letzte Mond, der erste und der letzte Mondblumentag, da ging es ja um den Vollmond, um die Vollmondenergien. Und heute haben wir Neumond in Zwillinge. Eieiei. Ja, eieiei. Wie geht's dir, Denise? In deinem Geburtstagsmonat. Du bist ja Zwilling. Ist es dann auch so, dass man das vielleicht dann intensiver merkt, wenn der Mond im eigenen, der Vollmond oder Neumond im eigenen Kreis, wie nennt sich das Zeichen, steht? Ja, also definitiv merkt man das intensiver und wird bei bestimmten Themen auch weniger gebeutelt. Also zum Beispiel, wir hatten jetzt schon wieder Portaltage gehabt, auch hier und da mal ein. Und wenn du den Portaltag im eigenen Monat hast, dann sind die in der Regel mehr förderlich. Ne? Also wo alle anderen abkacken, das war jetzt auch irgendwie am Wochenende gerade, ich habe so viele Freundinnen gehört, die gesagt haben, oh, ist doch irgendwie loser, also doof. Sind denn alle Leute so doof? Ich so, ja, aber du auch. Also wir spüren es ja alle. Und wenn es halt in deinem Monat stattfindet, dann ist es immer noch, ist nicht so, dass man es nicht merkt, aber ist es immer noch so ein bisschen. Ja. Immer. Intensiv. Und jetzt auch mit allem, was so noch drumherum los ist, rückläufiger Merkur und die ganzen Storys drumherum. Sonnenfinsternis, partielle Sonnenfinsternis. Gott sei Dank nur partiell. Also im Mittelalter oder wahrscheinlich auch schon vorher, die Leute hatten ja Angst vor einer Sonnenfinsternis und energetisch betrachtet zu Recht. Na, ich meine, wir beschäftigen uns, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sarah, aber ich habe mich damit jetzt noch nie so auseinandergesetzt in der Vergangenheit, wenn Sonnenfinsternis war. Mhm. Aber heute ist echt ein komischer Tag. Also irgendwie, weißt du, es ist windig, aber so seltsamer Wind. Mhm. Es ist irgendwie so, naja, halt dunkel wegen der Sonnenfinsternis. Bei euch sieht man die, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr als wir hier unten, ne? Wir sehen sie nur, also bei uns ist irgendwie 6% oder so der Sonne verdeckt. Also wahrscheinlich nehmen wir die hier überhaupt nicht wahr. Ja. Bei euch ist ein bisschen mehr, oder? Ich finde, wir haben die ziemlich extrem. Es wurde auch wirklich kalt, merklich kalt durch die fehlende Sonne. Und also bei mir ist halt alles irgendwie so zäh. Es ist nicht so, dass die Sachen nicht klappen oder dass ich jetzt emotional irgendwie in total Unruhe bin, aber ich könnte eigentlich auch einfach nur schlafen. Wie ist bei dir? Ja, wir haben uns ja vorab auch schon mal ein bisschen unterhalten. Bei mir ist grundsätzlich so gerade die letzten Tage, es fühlt sich vieles so noch im Außen so unruhig an und so wuselig und viel passiert und viel zu tun und alles positiv. Doch damit darf man auch irgendwie oder darf ich erstmal auch lernen, irgendwie umzugehen und in meiner Balance zu bleiben. Das ist gerade so die Herausforderung, auch mit vielen schönen Sachen, die sich bewegen, die in Bewegung kommen, umzugehen. Zum Glück sind es schöne Sachen. Triggern doch aber auch Gefühle, ja, so Schattenthemen, Schwieriges, was man sich vielleicht nicht so gerne anschauen möchte, wo ich aber weiß, wenn ich mir das anschaue, dann darf es sich auch erlösen sozusagen. Und das ist gerade so, was bei mir los ist, eben auch mit Schattenthemen zu tun zu haben. Und das ist, im ersten Moment denken wir so, oh, shit, habe ich keinen Bock drauf. Dabei ist es so ein großes Geschenk auch, ne, was das für uns bereithält, wenn wir uns dann da wirklich mit auseinandersetzen. Und das ist auch gerade der Segen wahrscheinlich dieser Zeit, dieser Energien, dass wir dann auch Geschenke auspacken können. Das ist ja auch ganz cool, ne? Ja, und Gott sei Dank haben wir Merkur rückläufig mit Saturn rückläufig. Merkur, der uns bremst, um zu sagen, guck hin, guck hin. Also der holt dir die Themen hoch, aber Saturn, der dir hilft, die zu verwandeln. Weil Merkur alleine mit den Themen, Halleluja, dadurch, dass der Saturn damit reinspringt und der Neumond ja jetzt auch, kommen wir schneller dadurch. Mhm. Wenn wir uns erlauben, das halt, wie du sagst, auch als Geschenk zu nehmen, auszupacken und zu sagen, was zeigst du mir denn? Worum geht es denn jetzt eigentlich? Ja. Ne? Aber ich gebe dir total recht. Manchmal sitze ich da und denke mir, oh, ich bin gespannt, was der nächste Entwicklungsschritt sein wird. So, und dann kommt er. Und dann denke ich mir, oh, scheiße. Naja, genau. Wollte ich das? Das wollte ich doch gar nicht. Die Freude dann erstmal doch nicht so groß. Bis man dann durch ist. Ja, ach, das Leben ist halt ein Auf und Ab, ne? Hier in der
Polarität. Total. Was ich ganz spannend finde, ist, dass wir Neumond in Zwillingen haben. Und die Zwillinge sind ja so, dass, also widersprich mir gerne, ich nehme es so wahr, das kommunikativste Sternzeichen. Die sind, also die reden für zwei, die haben auch irgendwie immer mehr Wörter als andere zur Verfügung und plappern und plaudern und könnten eigentlich den ganzen Tag auch einen auf Alleinunterhalter machen. Und jetzt sind wir im Zwillingsmonat, wir haben den Neumond in Zwillingen, also Kommunikation par excellence. Das Blöde ist aber, dass Merkur da reingrätscht und wir gerade jetzt sehr achtsam sein sollten, heute Morgen, übermorgen. Wie kommuniziere ich mit anderen, auch mit mir selbst? Wie sanftmütig gehe ich auch mit mir selbst um beim Entdecken von Wahrheiten, aber eben auch, gerade wenn ich mit jemandem ein ernstes Gespräch zu führen habe, vielleicht im Kollegenkreis, im Familienkreis, partnerschaftlich, wie auch immer, achte sehr, sehr, sehr genau, wie du die Botschaft transportierst, vom Tonfall her, von der Wortwahl her, von der Achtsamkeit, der Zeit, die du dir nimmst, um mit einer Person ins Gespräch zu gehen. Klammer auf oder überprüfe, ob man das nicht vertagen kann. Klammer zu. Genau. Ja. Ne? Weil der Zwilling ermutigt uns jetzt, viele Worte zu sprechen, die sich schon lange angestaut haben, die alle mal raus müssen. Aber mit Merkur rückläufig und Sonnenfinsternis lieber Klappe halten gerade. Es kann schief gehen. Und bei der Kommunikation oben um Unterstützung bitten. Ja. Ne? Zum Beispiel Erzengel Gabriel, der unterstützt uns bei der Kommunikation oder auch beim Schreiben, zum Beispiel von E-Mails oder Texten. Fürs Business, Postings oder so, ne? Dass man sich nicht irgendwie verheddert und sich missverständlich ausdrückt oder sowas, da kann der Erzengel zum Beispiel helfen. Also am besten ihn einladen, bei euch einzuziehen für die nächsten. Und Klarheit in die Kommunikation zu bringen, genau. Ja, also, und das Gleiche aber auch, ich meine, wir haben ja jetzt Neumond, das steht ja auch für Neuanfang, ne? Also man kann gut manifestieren, man kann Pläne gut jetzt so ins Universum schicken, visualisieren, aber auch hier gilt es ganz genau darauf zu achten, was will ich denn? Also mit Klarheit auch wünschen, mit Klarheit bestellen beim Universum, ne? Genau, und es ist vielleicht auch der Neumond an sich, also dieser Tag ist vielleicht einfach auch erstmal ganz gut, um sich zu sammeln und auszurichten und noch, also und dann während der ansteigenden Mondphase, also wenn der Mond sich wieder füllt, dann ins Manifestieren zu gehen. Also das sozusagen als Startpunkt zu setzen, aber noch nicht jetzt zu sagen, heute, ich will jetzt das und jenes, sondern einfach erstmal auch die Intention setzen, okay, ich möchte in Frieden kommen, ich möchte in die Ruhe kommen. Und dann, je mehr sich der Mond füllt, dann die Wünsche rausgeben. Ja, nix heute am besten gar nichts. Heute einfach ausruhen, sofern es möglich ist. Ruhe suchen, die ja in den Rückzug gehen, so auch, also in den inneren Rückzug. Ja. Das ist ein guter Tag heute. Ja, würden wir sonst beim Neumond gar nicht so sagen, aber was hier gerade energetisch abgeht, einfach wieder ins Bett gehen. Ja, genau. Ne, oder halt, weiß ich nicht, in die Badewanne gehen, einen Tee trinken. Also wirklich so ein bisschen, wie Sarah sagt, ne, in die Ruhe kommen. Und durch die Sonnenfinsternis ist auch heute gut, mal ein Peeling zu machen. Weil, er hat ja vorhin gerade schon gesagt, die Leute hatten früher Angst vor der Sonnenfinsternis, weil die dich wirklich durchschüttelt. Und das abschrubben, bevor du ins Bett gehst, damit du dann heute Nacht gut schlafen kannst, das wäre auch nochmal ein Tipp. Oder wenn du auch Wechselduschen machst oder einen See vor der Tür hast, da reinspringen, wirklich in die Natur eintauchen und da baden, das kann heute auch gut helfen. Guter Tipp, ja. Und die medialen Fähigkeiten können natürlich heute auch spürbar sein für viele, ne? Dass man da, dass es verschärft ist, so die medialen Sinne und Fähigkeiten. Das ist auch noch ein Aspekt vom Neumond. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt vielleicht durch die Energien beeinflusst wird noch oder da was im Wege steht, aber grundsätzlich kann man da auch sagen, okay, ich öffne mich heute für neue Erkenntnisse. Ne? Vielleicht will da ja irgendwas zu mir kommen. Und die Antworten dann auch nehmen, ne? Also weil jetzt Vertrauen. Ja, weil jetzt ist halt die Energie, die ich frage, ich kriege die Antwort und dann sage ich, passt mir nicht.
Also dann, du hast aber gefragt, dann nimm auch die Antwort, die du empfängst. Heißt ja nicht, dass man es gleich umsetzen muss, aber erstmal vielleicht mal ein bisschen mit schwanger gehen. Ja, genau. Ja, Sarah, wollen wir mal Karten legen für was unterstützt uns in dieser Zeit oder auch welche Themen wären gut anzuschauen? Mal gucken, was die Karten uns so sagen wollen. Machen wir wieder so wie letztes Mal. Du mit Tarot, ich mit Orakelkarten. So eine Dreier-Kombi. Ja, sehr geil. Ich wurde neulich kritisiert, mein Mischen wäre so laut. Oh Gott, ja, das ist natürlich durch das Mikrofon dann nochmal lauter, ne? Ich glaube, das ist bei mir besonders laut. Aber letztendlich, ich meine, müssen wir. Es tut uns leid, wenn das Mischen laut ist, aber ja, Claudi schickt uns Herzchen. Danke, liebe Claudi. Danke, Claudi. Schöne Grüße. Aber ohne Mischen geht es halt nicht, ihr Lieben. So. Sein. Bei mir sind wieder 4 rausgefallen. Okay. Ich ziehe noch eine dazu. Wenn du 4 hast, ziehe ich auch 4. Das ließ sich nicht vermeiden. Okay. So, machen wir wieder gleichzeitig. Ja, genau. Du zeigst und ich zeige dann da drauf hin, ja, oder? Okay. Also, unsere erste Karte ist der Stern, der gefallen ist. Und beim Stern geht es ja zum einen darum, aus der eigenen Quelle zu schöpfen. Oder auch, wenn wir uns mal so ein bisschen missmutig fühlen oder vom Leben benachteiligt fühlen, anzuerkennen, nee, guck dich mal um. Es ist alles da in einem Maße, das für dich wohlgesorgt ist. Aber eben auch immer der Hinweis, das Universum macht seinen Teil, aber ne, du darfst nicht untätig sein. Es geht auch darum, darauf zu vertrauen, dass du aus deiner eigenen Quelle schöpfst und dein Potenzial gut nutzt. So, wie übersetzen wir das jetzt auf unsere Neumond, Sonnenfinsternis, Merkur, Saturn, rückläufig Zeit? Also das, was Sarah vorhin schon sagte, dieses Geh ins Planen. Das heißt nicht, dass du jetzt schon umsetzen solltest, aber teste doch mal Dinge aus, spiel doch mal Dinge in deinem Kopf durch. Worauf hätte ich denn Lust? Wie würde denn so eine tolle Woche aussehen, wenn ich wirklich mal Dinge neu umsetze, neu plane, neu strukturiere? Und wie viel Freizeit hätte ich denn gern? Wie viele Tage will ich arbeiten? Vormittags, nachmittags, wann soll es denn losgehen? Wie will ich meine Freizeit gestalten? Mit wem, was, wann? Wie viel Zeit dafür? Wie viel Zeit nehme ich für mich selber? Also jetzt mal wirklich so in dich gehen und zu sagen, okay, wenn mein Leben ein leeres Blatt Papier ist, wie würde ich es kunstvoll und freudvoll füllen, indem ich den Antworten vertraue, die aus mir herauskommen und nicht, wenn der Kopf sagt, ja, aber du musst ja das und das auch noch einplanen. Nee, darum geht es nicht. Wir sind noch nicht realistisch. Wir sind erstmal am Träumen. Schön, auf den Punkt gebracht. Ja, ich habe die Kühnheit, die Abenteuerlust leben. Sei kühn und wagemutig. Und mit dem Stern, also was du auch gesagt hast, aus der eigenen Quelle schöpfen, das bringt uns ja dann auch in unsere Kraft und dann sind wir auch kühn und wagemutiger, wenn wir in einer ausgewogenen Energie sind und aus der Quelle schöpfen, dann vertrauen wir eher und können natürlich auch mutiger unseren Weg gehen. Und die intuitiven Erkenntnisse weisen uns manchmal einen Weg, wo wir vielleicht gar nicht so einen Bock drauf haben, weil wir Angst davor haben. Doch gerade dann ist es auch wichtig, auf die Abenteuerlust, die in uns schlummert, zu besinnen und dann kühn und wagemutig loszugehen für das, was uns wichtig ist. Also das, was, ja, wo wir wissen, das ist unsere Aufgabe oder zumindest schon so ein Gefühl haben, das führt uns zu unserer Aufgabe. Also die Freya, meldet sich hier und sagt uns, wir dürfen abenteuerlustig sein, kühn und wagemutig. Und
Die Energien dieser Zeit geben uns da auch die Kraft dafür, wenn sie uns auch manchmal durcheinander wirbeln. Aber im Großen und Ganzen kommt dann die Kraft zum Vorschein. Das ist die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Karte. Dieses Durcheinanderwirbeln. Also die Welt ist ja die Karte, die sagt, ein Zyklus geht zu Ende und es ist an der Zeit, einen neuen Zyklus zu starten. Und wie mache ich das? Kühn und wagemutig. Mhm. Und auch da keine Scheu zu haben, Türen zu verschließen, um neue sich öffnen zu lassen. Und wahrscheinlich steckt der ein oder andere hier auch gerade mittendrin in solchen Prozessen. Und ob das jetzt Dinge sind, die im Außen neu entdeckt werden dürfen oder eben auch in uns selbst zu sagen, hey, was gibt es denn für mich in mir oder aus mir selber heraus noch zu entdecken? Welche Talente schlummern denn dann noch? Auf welche Sachen habe ich denn jetzt am meisten Lust? Wofür will ich denn jetzt gehen? Und da auch hier, ist total egal, ob es Sinn macht oder nicht, ob die Leute sagen, naja, aber du hast doch in der Vergangenheit bla 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 und jetzt willst du so, es macht doch gar keinen Sinn. Wir reden nicht von Sinn, wir reden von frei, kühn und wagemutig. Von einfach einem geschlossenen Portal und die Tür ist auch zu. Die wird sich auch nicht mehr öffnen. Also geh durch dieses neue Portal und erobere dir deine neue Welt. Das ist ganz cool, ne? Dass das auch so schön zum Neumond passt mit dem Zyklus, der zu Ende geht und der jetzt anfängt. Das ist oft so, dass die Welt oder eben auch der Mond fällt an diesen Tagen, ne? Weil jetzt geht was Neues los. Jetzt können wir uns vielleicht auch nochmal neu ausrichten und in den Frieden kommen mit dem, was war, damit wir auch das loslassen können und dann in den Frieden kommen, um dann weiterzugehen, kühn und wagemutig. Also sie erinnern uns hier daran, in unseren Frieden zurückzufinden und sagen, es gibt keinen Grund zur Besorgnis, alles entwickelt sich zum Besten. Also aus dem inneren Frieden heraus zu schöpfen. Ne? Das passt übrigens, ist die Karte blau, wie deine auch gerade. Und das passt ja auch dazu, ne? In den Frieden zu gehen, dass wenn wir mit dem großen Ganzen verbunden sind, dann es kann uns einfach nichts passieren, es ist alles gut. Mhm. Und aus dem Frieden heraus finden wir auch in unsere Kraft. Absolut. Und was ich auch nochmal wichtig finde, ne, dieser Frieden, das ist ja auch die Yin-Energie, in der wir gerade sind, dieses Fahr runter, tu dir was Gutes, meditier mal, geh spazieren, also entschleunige dich mal so ein bisschen, das passt ja da auch wunderbar dazu. Also keine Schnellschüsse, Merkur rückläufig. Wie lange eigentlich noch, wann ist das vorbei? Ab dem 23. ist vorbei. Okay, ja. Also noch eine gute Woche. Mhm. Genau, so. Dann sind die letzten beiden Karten gefallen, bei mir die Gerechtigkeit und die 9 der Münzen. Und in dieser Kombination haben wir den Hinweis, wenn es darum geht, Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Wie gesagt, du solltest planen, noch nicht umsetzen, aber die Entscheidungen, die du triffst, achte auf die Energie, mit der du entscheidest. Sind das Mangel- und Angstentscheidungen? Ich mache das, weil, ich habe ja so ein Sicherheitsbedürfnis, ich mache das, weil, es ist halt der logische Weg, ich mache das, weil, ist halt von der Gesellschaft anerkannter. Oder entscheidest du, ich mache das, weil ich darauf vertraue, dass es klappt. Ich mache das, weil ich Lust darauf habe. Ich mache das, weil das zu mir passt, egal was andere davon halten. Ich mache das, weil ich merke, dass es an der Zeit ist. Ich entscheide mich für etwas, ist eine andere Energie, als ich entscheide mich gegen etwas anderes. Kann zwar bei der Entscheidungsfindung helfen, zu sagen, ich weiß noch nicht, was ich will, aber ich weiß, was ich nicht will. Aber letztendlich, wie du rausgehst in dein Potenzial und in deinen neuen Weg, der sollte kraftvoll sein und keine Weg-von-Entscheidung. Was will ich stattdessen? Mach dir das nochmal ganz, ganz klar. Und jetzt auch gerade mit der Kommunikation, Neumond in Zwillinge, pass auf, dass du wirklich, wirklich klar kommunizierst. Das ist genauso, als wenn du dir Samen kaufst und die in die Erde streust. Ich meine, du guckst ja auch, das sind Radieschen, alles klar. Und kaufst das, wenn du Radieschen willst. Und wunderst dich denn nicht, dass da Radieschen bei rauskommen, sondern wenn du Möhren willst, dann kaufst du Möhren. Und genauso auch, ja, wenn du Botschaften aussendest und dich fragst, was will ich eigentlich, machst so klar, wie es geht. Nicht, dass da Möhren bei rauskommen, wäre doof. Genau, wir haben hier noch zusätzlich die bedingungslose Liebe.
Ist das aber, ich habe gerade so gedacht, passt auch vom Farbschema her. Ja. Also die bedingungslose Liebe als Erinnerung daran, dass bei allem, was wir tun, diese Liebe bei uns ist, also in Form von der Kraft, an die wir glauben, ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel kein Thema mit Gott. Ich sage auch Gott. Andere sagen Universum oder Engel oder Göttin. Auf jeden Fall ist es diese bedingungslose Liebe, die uns durch alles trägt, uns bei unseren Entscheidungen unterstützt und egal, was wir tun oder egal, wie viel Scheiße wir bauen oder auf die Nase fliegen, die liebt uns halt immer weiter und wir sind in dieser Liebe sicher, in dieser Liebe geborgen und wir können uns hier in dem Wissen, dass wir sicher und geborgen sind, austoben. Und auch Fehler machen und auch mal doofe Entscheidungen treffen und oder ständig doofe Entscheidungen treffen, es ist egal. Also rausgehen aus diesem Druck und ins Spiel einsteigen und wissen, dass alles gut ist. Liebe dich selbst, andere und jede Situation unabhängig von der äußeren Erscheinung. Also egal, was wir zu sehen glauben oder fühlen, es ist immer diese Liebe da und präsent. Und wenn wir uns daran immer wieder erinnern und uns damit verbinden, dann ja, kann nichts schief gehen. Auch wenn etwas scheinbar schief geht, aber dann bleiben wir im Frieden, ne? Also in der Verbindung zu bleiben, das ist so die Einladung. Wenn wir uns auch mal aus unserer Mitte rausgekatapultiert fühlen, wieder zurückzugehen. Und die Zusatzkarte ist der Erzengel Michael. Freue ich mich ja immer, wenn er kommt. Ja. Also der ist natürlich super, um so Schnüre durchzukappen, ne? So energetische Schnüre, wenn wir einfach merken, wir haben Energien von anderen aufgenommen und die beeinflussen uns oder die Energien unserer eigenen schweren Gedanken beeinflussen uns, dann kann Erzengel Michael kommen mit seinem Schwert, mit seinem flammenden Schwert und diese Schnüre kappen. Und uns von diesen Energien einfach befreien. Ich stelle mir das immer wie so einen Staubsauger vor, mit dem der kommt und diesen ganzen Schmodder da aus dem Energiefeld raussaugt. Und es hilft wirklich super gut. Also mir hilft der immer super, super gut. Und auf der Karte steht, du arbeitest sehr eng mit diesem machtvollen Erzengel zusammen, der dich in dieser Situation beschützt und führt. Also wir können immer Erzengel Michael um Beistand bitten, wenn wir irgendwie Angst haben, einen bestimmten Weg zu gehen oder uns unsicher fühlen oder mit alten Ängsten einfach auch zu tun haben oder eben Energien spüren, die uns an unserem Weg hindern. Und das können einfach auch eigene Sabotage-Energien sein, ne? Der innere Saboteur ist ja auch immer am Werkeln oftmals, bei vielen zumindest. Es mag auch Leute geben, die kennen ihn nicht. Auf jeden Fall, ja, wir können uns immer wieder mit Hilfe von Erzengel Michael daran erinnern, wer hier die Hosen anhat, wer an dem großen Tisch aller Anteile von uns und ja, und dann unsere Macht wieder zurückerobern und wieder in unsere Vollmacht kommen. Sehr schön gesagt, liebe Sarah. Ja, Erzengel Michael hat wahrscheinlich gesprochen. Ich finde ja, das ist der sexyste aller Erzengel. Ich mag Wenn man seinem Erscheinungsbild auf den Karten glauben mag, dass er so aussieht, ja. Ja. Nun gut. Das Ja. also zu unserem heutigen Mondblumentalk zum Neumond in Zwillinge plus Sonnenfinsternis minus Merkur minus Saturn. Meine Ja. Bitte. Yes. Oh. Wir sehen uns wieder. Wir posten das hier noch rein zu unserem. Das nächste wäre dann wieder der Vollmond im Juli. Und überraschen euch dann mit neuen Impulsen von der Mondfraktion. Genau. Also, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah, schön, dass du wieder zu mir gekommen bist, wir hier zusammen unseren coolen Talk gemacht haben. Ja, vielen, vielen Dank. Hat ganz viel Spaß gemacht und allen danke fürs Zuschauen. Also, ab ins Bett. Tschüss.